Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Zimmermann, ja, es gibt Kinderarmut in Deutschland. Und das werden wir, keiner wird das verschweigen, relativieren, noch in irgendeiner Art und Weise kleinreden oder verhehlen. Und deswegen ist die Bekämpfung der Kinderarmut auch eine unserer ersten Aufgaben hier im Parlament. Aber wenn wir das ernsthaft machen wollen, dann müssen wir auch die Ernsthaftigkeit unterstreichen. Und was Sie in den Anträgen fordern, das ist nichts anderes als Wolken hin und her zu schieben. Das sind keine konkreten Aussagen, das ist einfach nur das Fordern von Geld, was nicht unterlegt ist. Und das werden wir natürlich in dieser Weise nicht mitmachen. Also eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema, das hat die Große Koalition in vielen, vielen Schritten in den letzten Jahren bewiesen. Es geht darum, natürlich auch zu überlegen, wie können wir denn tatsächlich diese Kinderarmut bekämpfen. Und deswegen zweiter wichtiger Punkt. Das Thema Kinderarmut ist kein familienpolitisches Problem oder kein sozialpolitisches Problem, kein finanzpolitisches Problem. Es ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Und deswegen muss man auf allen Ebenen mit allen Ressorts gemeinsam Strategien entwickeln, wie wir Armut bekämpfen. Und dritter Punkt, und jetzt ist, glaube ich, das Einvernehmen auch bald vorbei. Das beste Mittel gegen arme Kinder sind starke Eltern. Und das beste Konzept gegen Kinderarmut ist die stabile Erwerbstätigkeit der Eltern. Denn mit der Erwerbstätigkeit der Eltern schaffen Sie ein eigenes Einkommen, schaffen Sie nicht nur materielle Sicherheit, sondern auch ein Selbstwertgefühl. Wir haben lange und häufig über diesen berühmten Ranzen hier diskutiert, dass Kinder einen neuen Ranzen haben wollen. Aber Kinder wollen, dass die Eltern in der Lage sind, diesen Ranzen zu kaufen, weil das für die Kinder sozusagen auch ein Selbstwertgefühl ist, dass ihre Eltern in der Lage sind. Und deswegen kommt zuallererst eine vernünftige Wirtschaftspolitik in diesem Land. Und da kann man mal sagen, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, wir haben die Arbeitslosenquote von nahezu 12% auf 6% seit 2005 halbiert. Das ist die beste Wirtschaftspolitik und deswegen ist es gut für Familien und auch für die Kinder. Und Sie können nicht selber sorgen. Und da gibt es schon einen ideologischen, keine Zwischenfrage, Sie haben gerade geredet, tut mir leid, Frau Zimmermann. Es gibt schon einen anderen Überbau bei uns als bei Ihnen. Wir sagen ganz deutlich, das Erste muss es sein, die Familien zu stärken und die Eltern zu stärken. Und dann kann der Staat und muss der Staat selbstverständlich unterstützend eingreifen. Aber der Staat ist kein Ersatz für Eltern. Und das, glaube ich, diese Mitverantwortung mal entgegenzustellen bei Ihrem Ansatz der Alleinverantwortung des Staates, diese muss man deutlich unterscheiden. Und deswegen ist eine gut funktionierende Wirtschaft, eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik zum einen die Voraussetzung, dass wir Arbeit schaffen für Familien und zweitens auch die Voraussetzung, dass der Staat Steuereinnahmen generiert. Und wir haben vor wenigen Tagen hier über unseren Familienetat, über unseren Familienhaushalt diskutiert. Und deswegen sage ich eins, und das nervt Sie, ich sage es aber trotzdem noch mal. Grundvoraussetzung ist, dass wir keine neuen Schulden machen. Denn damit erhalten wir uns auch die Spielräume und die Gestaltungsräume, dass wir gerade als Staat da eingreifen können, wo Kinder Unterstützung brauchen, wo es die Eltern nicht mehr schaffen. Die Eltern nicht mehr schaffen, in einer besonderen Situation die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wir schaffen Spielraum für Investitionen in Familie. Und der Familienetat mit 9,5 Milliarden Euro hat sich im Vergleich zu 2005 verdoppelt, die Arbeitslosenquote halbiert, der Familienetat verdoppelt. Ich glaube, das ist ein Zeichen einer stabilen und guten Politik. Und ich glaube, dass die Große Koalition auch in den letzten 3,5 Jahren oder 3 Jahren hier im Wesentlichen mitgewirkt hat. Denn es ist natürlich unseren Arbeitnehmern zu verdanken, dass wir so stabile, gute Wirtschaftsdaten haben, auch den Mittelstand, den Unternehmen, aber auch den politischen Rahmenbedingungen. Ich glaube, die wurden richtig gesetzt. Nun gucken wir uns mal Ihren Antrag an. Kindergrundsicherung. Herr Weinberg, lassen Sie zwischendurch Zwischenfragen zu. Ja, von den Linken nicht. Frau Zimmermann hat gerade geredet. Tut mir leid. Okay. Also, Kindergrundsicherung, erster Punkt, was in Ihrem Antrag gefordert wird. Die halten wir für nicht zielführend, für nicht sinnvoll und die lehnen wir auch ab. Warum? Weil wir die Familie als Ganzes sehen. Die Lebenslage eines Kindes ist nämlich untrennbar mit der Lebenslage und der Einkommenssituation der Eltern verbunden. Nur wenn die finanzielle Situation der ganzen Familie stabil ist, ist es auch die finanzielle Situation des Kindes. Das heißt, eine solche Leistung nur für das Kind, wenn es den Eltern aber gleichzeitig finanziell schlecht geht, ist schlichtweg der falsche Weg. Und die Idee der Einführung einer Kindergrundsicherung in dieser Form lassen sich die Entwicklungschancen von Kindern vom sozialen Status ihrer Eltern abkoppeln, ist trügerisch. Und wir haben als Große Koalition einiges gemacht. Man muss aber auch vernünftig sein und genau überlegen, was kann man denn eigentlich auch finanzieren und was kann man wie machen. Ein sicherlich wichtiger Baustein, Kinder vor Armut in Familien schützt, ist der Kinderzuschlag, eine der erfolgreichsten Maßnahmen. Zum 1.7.2016 wurde er um 20 Euro auf 160 Euro erhöht und damit über 80% der Menschen
sprechen von einer verbesserten Einkommenssituation. Und Sie haben im Antrag richtig formuliert, das Thema Alleinerziehende. Das sozusagen findet auch sozusagen einen großen Widerhall bei Ihnen im Antrag. Und da will ich aber auch noch mal einiges zu sagen. Ich kann es nur kurz machen, nur kurz auflisten. Gerade viele Maßnahmen der letzten Jahre der Großen Koalition dient den Alleinerziehenden. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung, ein Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Wir haben den Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende um 600 Euro erhöht. Das sind alles, Bausteine, gute Bausteine gewesen, um die Situation der Alleinerziehenden zu verbessern. Und ich greife das gerne mit auf, weil Sie in Ihrem Antrag ja auch fordern, Ausbau oder Aufbau einer sozialen Infrastruktur, als wenn es sie nicht gäbe, Aufbau einer sozialen Infrastruktur, Ausbau der Betreuungsangebote. Dann stelle ich mal die Frage, wer hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass wir einen Rechtsanspruch auf den Krippenplatz haben? Wer hat dafür gesorgt, dass wir als Bund, obwohl es gar nicht unsere Verantwortung ist, 6 Milliarden Euro den Ländern zur Verfügung stellen für den Ausbau der Kita-Plätze? Wer ist es mittlerweile, wer sind es diejenigen, die mittlerweile 945 Millionen jährlich den Ländern zur Verfügung stellen für die Betriebskosten der Kindertagesstätten? Das hat alles der Bund gemacht, das haben alles wir in der Großen Koalition gemacht. Das heißt, wir haben hier deutliche Schwerpunkte gesetzt, auch mit einzelnen Programmen. Ich erinnere an das Programm Sprachkitas, weil gerade auch die Frage der sozialen Herkunft, der Sozialstruktur, auch der Herkunft im Sinne von Migration ein wichtiges Thema ist. Insoweit haben wir mit Programmen wie Sprachkitas oder auch das Haus der kleinen Forscher genau in diesen Dingen auch angesetzt. Und das war auch richtig so. Ja, Bildung ist ein Schwerpunkt. Und auch hier muss man deutlich konstatieren, die Große Koalition hat nochmal den Bildungshaushalt, den Forschungshaushalt, insbesondere im Bereich Bildung, deutlich erhöht. Mittlerweile über 17,5 Milliarden werden im nächsten Jahr investiert. Und dann muss man sich anschauen, was Sie fordern. Ich sprach vorhin vom Wolken hin und her schieben. Da muss auch ernsthaft sein. Man muss auch ernsthaft die Finanzierung klären. Sie wollen jetzt das Kindergeld erhöhen auf 328 Euro im Monat von 190. Wir wissen, 1 Euro, das kostet ungefähr 180 Millionen im Haushalt. Das sind dann, wenn Sie es mal hochrechnen, irgendwo zwischen 20 und 25 Milliarden Euro jährlich. Sie haben dann natürlich eine Gegenfinanzierung. Die Gegenfinanzierung ist allerdings relativ bescheiden. Da heißt es einfach nur, die Freibeträge sollen zur Gegenfinanzierung herangezogen werden. Das kann man nicht ernsthaft rechnen. Und wir beschweren uns alle hier in diesem Hause über Populismus und dass wir nicht mehr ernst genommen werden in der Politik. Nein, wir werden nicht mehr ernst genommen, wenn wir Vorschläge machen, die nicht umzusetzen sind. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Sie werden, falls Sie regieren, der Wähler möge uns davor beschützen, aber entweder werden Sie Ihre eigenen Forderungen wieder abräumen müssen oder aber Sie werden dieses Land in den Bankrott stürzen. Und da sage ich nur ganz deutlich, ernsthaft über Kinderarmut zu diskutieren, ist das eine. Aber auch Vorschläge zu machen, die zu finanzieren sind, die auch längerfristig und nachhaltig wirken, das andere. Und da liegen Sie mit Ihrem Antrag komplett falsch. Wir als Union werden weiter diskutieren über die Fragen Schnittstellenproblematik. Wie können wir die Leistung effizienter und zielgenauer steuern? Wir werden über Themen sprechen müssen, auch in den nächsten Jahren, Stichwort Arbeitszeit, weil ich finde auch gerade, dass Eltern mit einem geringen Einkommen, dass Kinder, die von Armut betroffen sind, finde ich auch, man sich überlegen muss, wie kann man auch sozusagen das Recht der Eltern, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, umsetzen. All diese Themen werden wir als Große Koalition in den nächsten Monaten und als Union in den nächsten Jahren weiter auf die Agenda setzen. Aber trotzdem gilt nochmal der Grundsatz. Wir müssen die Eltern in diese Situation bringen, dass sie sich um ihre Eltern, dass sie sich um ihre Kinder kümmern können. Der Staat unterstützt gerne, aber der Staat kann nicht ersetzen. Und ich glaube, mit Blick auch auf die Zahlen ist in den letzten Jahren es etwas besser geworden. Trotzdem bleibt es ein großer Auftrag für uns, hier in der Politik das Thema Kinderarmut auf die Agenda zu setzen. Wir werden das tun. Wir werden es vehement tun, auch in den nächsten Monaten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für eine Kurzintervention hält die Kollegin Hein das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident.